Herzlich willkommen zu einem neuen Video und einer neuen Straßenumfrage. Wir sind dieses Mal in Wacken unterwegs, auf dem wohl legendärsten Festival Deutschlands und wollen heute herausfinden, was macht Wacken eigentlich so besonders? Was macht Wacken zu Wacken? Was würdest du sagen? Für was? Für Wacken? Also Wacken ist ja wirklich das Einzigartige. Das muss man erstmal nachmachen, was die hier auf dem Bein stellen. Schön. Hast du schon mal einen Wacken außer heute? Nee, das ist mein erstes Mal. Ehrlich? Ja. Oh, ich bin das 15. Mal. Das 15. Mal? Ja. Da ist man schon ein bisschen routinierter, ne? Komme ich jetzt ins Fernsehen? Du kommst ins Fernsehen, ja. Juhu. Ich freue mich riesig auf die Umfrage, auf die Menschen hier und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Also ich finde, du kannst hier oberkörperfrei rumlaufen. Ehrlich? Ja, einer muss es ja machen. Einer muss es machen. Ja, und wenn, dann du. Wenn, dann ich. Dann muss Bauch zeigen. Wie lange hast du dafür trainiert? Um so aus. Ja, das war jetzt ungefähr 4 Tage voll so. 4 Tage voll so? Ja, und das, da muss man durch. Was macht Wacken zu Wacken? Bier. Bier? Bier. Viel Bier wahrscheinlich. Ja, aber nur Logo. Hast du ein kleines Vorbereitungslager gemacht hier hinsichtlich? Nein. Brauchst du nicht. Überhaupt nicht. Ich wollte nur mich bei meinen Angestellten entschuldigen, dass sie Überstunden machen müssen, weil der Chef auf Wacken ist. Was ist das für eine Firma? Oh, wir haben ein Gesundheitszentrum und Therapiezentrum. Ein Gesundheitszentrum? Das heißt hier Corona-Tests und so? Nee, Fitness, Therapie und so weiter und so fort. Fitness? Okay, dann, wie sieht's aus hier bei dir? Bier. Ich dachte so, wenn man so ein Fitnesszentrum hat, dann muss man ja auch ein bisschen Vorbild sein wahrscheinlich. Mit dem Köpfchen. Mit dem Köpfchen? Mit dem Köpfchen arbeiten. Aber dafür muss man wahrscheinlich auch jahrelang trainieren. Um auf das jeden so Fall. Vorher muss man so 15 bis 20 Jahre extrem saufen und dann kann man ja mal richtig Gas geben. Sehr schön. Was macht Wacken zu Wacken? Saufen, feiern und eigentlich noch Regen, aber das fehlt halt einfach. Eigentlich Regen? Ja, das muss schlammig sein. Ja, muss immer schön feucht sein. In Swedish live very beautiful girls. Well, is it? Was that a statement or a question? It's a question. Okay. What do you think about it? I mean, I guess. Do you have a girlfriend? No. No. Don't. I am my own girlfriend, people tell me. Was macht Wacken zu Wacken? Einfach dieses friedvolle, alle wollen nur Spaß haben, alle wollen das gleiche, Rock'n'Roll und man merkt es. Keiner ist böse. Sehen zwar manche böse aus, aber gerade die sind die herzlichsten Menschen hier. Das ist einfach Wacken, ja. Wie oft warst du jetzt schon Wacken? Heute ist das erste Mal. Ja, Mal. Ja. Wacken! Das heißt, du wurdest heute in Jungfahrt? Ja, Logo! Wie fühlt es sich an? Mega geil. Das erste Mal tut immer ein bisschen weh, ne? Ja, oh, ist schon ganz schön eng, aber Hauptsache Bier. Wie oft warst du schon hier? Das ist jetzt das 6. Mal. 6. Mal? Ja. Und es werden noch mindestens weitere 6 Mal? Na, ich gehe eher davon aus, dass es nochmal, 30 könnte ich noch schaffen. Ich drück dir die Daumen. Was macht Wacken für dich zu Wacken? Dass man einfach so sein kann, wie man ist, ohne dass man sich dumm vorkommen muss. Also, ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Außenseitern, die in der Gesellschaft Außenseiter sind, aber hier alle gleich. Ja, jetzt wirst du sehr politisch, aber ja. Ja, das macht's einfach aus. Was macht Wacken zu Wacken? Was macht Wacken zu Wacken? Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt 10 Jahre nicht hier. Das ist eine lange Zeit. Ja, davor war ich 15 Jahre hier. Und jetzt gucken wir einfach. Würdest du sagen, dass sich in den 10 Jahren schon was verändert hat? Ja, alles. Alles? Alles. Man erkennt gar nichts mehr wieder, hat sich zum Positiven entwickelt. Zum Positiven? Ja, dann ist doch super. Ist alles gut. Was macht Wacken zu Wacken? Wacken zu Wacken, sehr entspannte Menschen, sehr viel Bier und sehr entspannte Menschen. Wie viele Biere hast du schon getrunken heute? Frag mich nicht. Alle. Weißt du nicht mehr? Alle. Möchtest du deine Mitarbeiter noch mal wenigstens eine kleine Gehaltserhöhung? Wenigstens, haben sie schon bekommen. Haben sie schon bekommen? Ja, vor 2 Wochen erst. Also, dann danke jetzt noch eine. Danke fürs Arbeiten, nur damit ich auf Wacken gehen kann. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch. Was trinkst du da Schönes? Jack Daniels. Cocktail, irgendwas. Cocktail? Du bist der Erste, den ich hier mit dem Cocktail sehe. Ja. Die meisten trinken Bier. Nee, Bier ist nicht so meins. Ist nicht deins? Nein. Also ich, ohne Vorurteil, so von der Statur würde ich sagen, Bier wäre deins. Nein. Okay. Bier macht dick. Das ist nicht so. Gut. Dann bin ich ja so fruchtig und sportlich unterwegs. Naja, klar, natürlich. Wir achten auf unsere Figur, wir trinken halt Bier. Natürlich. Ja. So, warte, ich halte ein Bier und du machst eine Rückwärtshaltung. Ja, jawohl. Sehr schön. Nicht schlecht. Glückwunsch.
Das hast du sehr, sehr toll gemacht. Du siehst noch relativ jung aus. Ist das dein erstes Mal hier heute? Ja, erstes Mal, ja. Und ist schön? Also bisher mega geil. Ja. Außer, dass wir unsere Portemonnaies im Auto vergessen haben und nicht aufladen können, aber ansonsten mega geil. Oh, scheiße, das heißt, du bist nüchtern? Nein, 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 nein. Hat da einer vorgesorgt? Ja, ja. Ah, du Kleiner. Noch geht, noch geht. Was mögt ihr an Wacken am meisten? Die Musik, die Bandauswahl, die ist schon recht gut. Für die Kohle passt das schon. Okay, gut. Ja. Menschen auch? Menschen auch, wir mögen auch Menschen, ja. Ihr mögt auch Menschen sein. Ja. Wacken? Geile Scheiße. Sind die Menschen auch der Hauptgrund, weswegen du hier bist, oder eher Musik? Nee, nee. Genau, solche Leute. Alter, geiler Typ. Sag ich, wie es ist. Ne? Also, müssen wir machen. Also auch ein bisschen Ausschau nach Frauen? Ja, ja, doch. Mal ein kleines Auge machen, kann man machen, ne? Muss man, ne? Muss man. Hast du eine Freundin? Nee. Nee, dann? Deswegen, ich darf. Du darfst? Ja. Ey, ich drück dir die Daumen, dass du hier vielleicht deine Traumfrau findest. Ja, so weit wollen wir jetzt nicht gehen, aber... Vor einmal tippen vielleicht. Ja, ja, so sollte es sein. Was macht Wacken zu Wacken? Ich habe meinen Mann hier kennengelernt, das macht Wacken für mich zu Wacken. Sehr, sehr schön und romantisch. Wie lange seid ihr verheiratet? Noch gar nicht, er arbeitet da dran. Ach so, aber du redest hier von deinem Mann. Naja, also für meinen Freund bin ich ein bisschen zu alt, um das zu sagen, ne? Ja, bist du das? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Charmeur! Wie sieht's mit den Frauen aus hier? Auch akzeptabel? Ach, scheißegal. Scheißegal? Du brauchst so eine Frau jetzt. Mann, du hast das sowieso Spaß. Oder was? Da ist das Mikro, ne? Ach, Mann, ich komm nicht. So. Sehr, sehr schön. Genau. Das ist sehr gut. Das nehmen wir. Wie lange seid ihr denn zusammen? Wir haben uns 2019 hier kennengelernt, also jetzt 3 Jahre. Also ganz frisch noch. Dann 3 Jahre, also jetzt 3 Jahre und 2 Tage. Aber dann wird es halt auch Zeit, dass er jetzt dein Mann wird, ne? Ja, ich finde auch. Vielleicht mal einen kleinen Seitenhieb in die Kamera. Also ich finde, es wäre jetzt Zeit, dass wir beide heiraten. Schön. Gut, ich möchte eingeladen werden. Zu unserer Hochzeit? Auf jeden Fall. Sehr gerne, ich brauche deine Adresse. No T-Shirt. No T-Shirt? Ja. Yeah. Shit. Was macht Wacken so für dich besonders? Man sieht viele Bands auf einmal, die man sonst so nicht sieht, gerade nicht hier oben im Norden. Richtig saufen. Das also auch. Nur richtig saufen, das ist wichtig. Das ist wichtig, sonst... Ne? So, was ist denn hier los bei euch? Ja. Pause. Ihr seid ein bisschen dreckig. Ja, wir waren mal Alligator, wie sind du? Seid ihr irgendwie durch den Boden gerutscht? Stage-Diving bis nach vorne und dann machst du so. Es gibt auf Wacken nie Stress, wirklich. Es ist wie eine große Familie. Das macht Wacken besonders. Dein wievieltes Mal ist es? Seit 2008 fahre ich. Oh, das ist schon... Wie alt bist du denn? 31. 31? Na ja, okay. Sieht man nicht, oder? Nee, ich würde dich ein bisschen... Saufen! Richtig saufen! Ich hätte dich jetzt mal verbissen. Hast du nicht gerade gesagt, es gibt keinen Stress? Ja, der gehört zu mir, aber... Da ist das erlaubt, untereinander. Der gehört zu mir, meinte ich. Wir haben insgesamt 4 von den Geräten hier auf dem Festivalgelände stehen. Ne? Ah, ehrlich? Noch im Artist oben, im Artist Village und 2 in der Activation Area. Und da sind schon einige... lustige Bilder. Lustige, nackte Bilder bei rumgekommen. Genitalien? Vielleicht. Ah, das gefällt mir doch. Sehr, sehr schön. Aber die sind ja dann auch über euren Online-Shop bestellbar, oder was? Theoretisch sollte man das meinen, ja, aber wir haben uns sowas schon gedacht. Deswegen wird sich erstmal alles noch einmal angeschaut und aussortiert. Sehr gut. Ja. Guti, dann viel Spaß beim Schwanzvergleich. Gefällt's dir? Und wie? Ja, geisteskrank. Man sieht's ja an. Ja. Aber hier ist ein bisschen mehr Erfahrung. Ja. Wie oft warst du schon da? Das ist jetzt das 5. Mal. Das 5. Und das Beste? Ja, doch, bisher bin ich sehr zufrieden hier. Ihr seid die Ersten, die mich haben wollen. NDR wollte mich nicht, RTL wollte mich auch nicht. Das ist ja auch alles qualitativ absolut niederwertig. Niederwertig, ja, so muss das auch sein. Das muss ja zu mir passen, Mensch. Eben, deswegen bist du ja hier. Ja, sowieso. Halte dir Ausschau. Ja, ich guck nach meiner Tochter. Ah, ja. Oh. Ich hoffe, dass sie gleich auftaucht. Ich bin der Daniel. Und du? Ich bin Johannes. Wer? Johannes. Johannes. Wie die Nase eines Mannes, so auch der? Johannes. Pimmel.
Was macht ihr überhaupt hier? Wir wollen einfach ein bisschen wissen, wie die Leute so drauf sind und warum Wacken besonders ist. Warum Wacken besonders ist? Guck dir mal die Leute an, die sind doch besonders, ey. Vor allem du. Oder ne, hier. Mehr geht nicht, Film mal auf seine Kappe, pflege deine Freunde. Genau das ist das nämlich. In Spaß gekleidet. Hat sie einen Freund? Nein. Wie alt? Das mag ich gar nicht sagen. 32? 32? Das ist doch super. Wie viel hast du denn heute getrunken? Ab 2 zählt man nicht mehr, oder? Ab 2 zählt man nicht mehr. Wie weit kannst du zählen? Bis 3. Wer ist das erste Mal für dich auf Wacken hier? Nee. Nein? Nee. Wie oft warst du schon da? 5-6 Mal, würde ich sagen. Oh, wie alt bist du? 24. Das heißt, 18 geworden und direkt Wacken. Ungefähr. Ich weiß nicht ganz genau. Vielleicht war er mit 19 das erste Mal. Ja, okay. Ist ja auch scheißegal. Ja, genau. Wir wollen eigentlich nur herausfinden, was Wacken so besonders macht. Um ehrlich zu sein, die Menschen. Die Menschen? Ja, es ist gar nicht, also klar, die Musik natürlich auch, weil wir irgendwo in einer Nische sind. Es ist ja keine Musik, die unbedingt jedermann hört. Aber dadurch, dass man einmal im Jahr zusammenkommt und genau dieselbe Inspiration, genau denselben Spirit quasi hier feiert, ist das was ganz Besonderes. Und ich habe noch nie so viele friedliche Menschen auf einem Haufen gesehen. Also das macht so das Festival für mich aus. Deine YouTube-Karriere steht dir ab jetzt. Aber nochmal ganz kurz durch. Okay. Jetzt geht's los. Fertig. Gut. Du veranstaltest ein Festival. Ja. Habe ich gehört. Wer hat das erzählt? Weiß ich auch nicht. Das ist ein Munkelmann hier so. Mein Schwiegervater, ne? Ja. Schwiegervater? Wie gern hast du deinen Schwiegervater? Ja, doch schon. Ja. Das ist deine Frau? Ja, ähnlich. Meine Cousine. Ist auch alles das Gleiche, oder? Wie zufrieden bist du mit deinem Schwiegersohn? Ja, doch. Also, Ja, das ist sehr schwierig, einen Schwiegersohn zu finden, wenn man eine Tochter großgezogen hat. Aber noch... Noch tut er sich gut, ja. Ja, das schon. Aber meine Frau ist natürlich sehr stolz auf ihn. Ich kann sagen, was ich will, der macht nie was falsch. Und das ist für mich sehr schwierig. Bist du verliebt? Ja, liebt man sein Dorf nicht immer? Klar. Welches Dorf ist das? Also, ich komme aus Norddorf. Aber nicht das Blöde bei Rendsburg, weil das ist ja fast eine Stadt und das schockt mich. Das bei Wilster, das ist das Coole. Ja, kennt man natürlich. Naja, klar, kennt man. Wir waren letztens sogar in der Tagesschau. Oh, warum? Wir haben so ein großes Umspannwerk oder so. Was macht Wacken zu Wacken? Oh, was macht Wacken zu Wacken? Dass es tatsächlich mit Liebe gemacht wird. Dein Festival nicht? Doch, aber ganz viele nicht. Okay. Was ist denn der Unterschied zum Wacken? Was war das? Reload? Habe ich noch nicht gehört von. Schlecht. Das tut mir. Ja, ich merke schon. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Die sind größer. Wacken. Ja. Ja. Aber sonst. Größer, das wäre gut. Was war jetzt mit der Aussage, dass du hier deine Traumfrau gefunden hättest von deiner Truppe? Ist das so? So in etwa vielleicht, ja, aber dazu gebe ich keinen Kommentar mehr. Okay, goodie. Das heißt, man kann hier auch gut herkommen, um ein bisschen nach Bräuten Ausschau zu halten. Herzog und Tour. Könnte man so meinen, ja. Könnte man so meinen. Aber sagen wir es mal so, hauptsächlich ist man hier wegen der Musik und wegen der Leute. Natürlich. Um einfach Spaß zu haben und nicht irgendwie, um die nächste Traumfrau zu sehen, ja. Das war's schon. Ja, hat sich gefreut. Wie hat's dir gefallen? Scheiß mal auf RTL, scheiß mal auf NDR, Hauptsache hier. Wie hat's dir gefallen im Fernsehen? Bis jetzt sehr gut. Ändert sich das bei dir noch, oder was? Mal sehen. Also, ich fühl mich geehrt, Leute. Ihr seid alles geil. Danke. Ihr nehmt mich wenigstens auf hier. Ihr nehmt mich auf. Ja, das war's für heute hier vom Wacken Festival. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked es unbedingt, teilt es an eure Freunde, Kanal abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video bereits wieder.